Der Saft des Morgens. Turn up, einfach Orangensaft. Mesut Özil wird heute mein FIFA 22 Team entscheiden. Und dazu haben wir dieses wunderschöne Video bereit. Wir bauen das Team komplett nach und werden das dann spielen. Schreibt mir eure Fußballer, von denen wir das Dream Team nachbauen sollen, rein in die Kommentare. Ich hoffe, Mesut, Abi, bitte spreng mein Budget nicht zu sehr. Und vergesst am Ende nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Goalkeeper. Iker Casillas. Boah, wunderbar, strammer Typ. Geil, den Preis kenne ich. Die 400k zahle ich gerne für die Maschine. Legende. 410. Right back, Philipp Lahm. Gute Entscheidung. Was kostet Philipp Lahm, Rechtsverteidiger? 500.000. Okay. Ich bin gespannt, was du da zusammenbaust, Mesut Abi. Mesut Özil ist ein Arschloch. 520.000 für Rechtsverteidiger. Wo soll denn das enden? Du weißt, dass ich nur ein Budget von 5 Millionen habe, Mesut, oder? Nicht schlecht für ein Mädchen. Weniger Fortnite, mehr FIFA. Ja. Sergio Ramos. Der Mann hat Geschmack. 90k. Ist okay. Mit Shadow rein in die Masse, Ramos. Es kann ja sein, dass wir nicht mal auf Chemie kommen am Ende, ne? Jerome Burton. Ja, gut. Ich meine... Das ist kein origineller Türke. Einer auf jeden Fall der besten Verteidiger. Der besten Deutschen, die es gegeben hat. Aber jetzt leider nicht mehr in Ultimate Team drin. Was heißt Mitleid? Aber es ist schon natürlich emotional, wenn man die Leute so weinen sieht. Wir lassen es erstmal als Platzhalter und schauen dann, vielleicht gibt er uns noch eine Bank oder sowas, mit dem wir auffüllen können. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, es ist sehr schade, dass Boateng nicht mehr auf dem Level ist, wo er mal war. Erinnert ihr euch, als er für Deutschland den Ball auf der Linie geklärt ist und selbst ins Tor gefallen ist? Diesen Moment, den werde ich nie vergessen. Dann stellen Sie sich vor, er geht gar nicht hin, Wahnsinn. Dann steht da auch ein... Marcella. Yeah, Schweinebacke. Den habe ich ja safe im Verein. Was? Diese Dream Squad-Liebe bei EA, wirklich. Es ist... Das machen die so mit Absicht, das sage ich euch. Javi Alonso. Oh, bitte, EA Sports, tut uns den Gefallen. Gebt uns eine Icon-Karte von Xabi Alonso, bitte. Seine Realzeiten und selbst bei Bayern noch. Verdiente Icon, ja oder nein, Freunde? Meiner Meinung nach, gib ihm. Mesut, was soll die Scheiße? Echt, ohne Scheiß. Ich wollte hier dein Team zusammenbauen. Santi Cazorla, geiler Typ. Diese Karte war so eine Liebe. Die 5-Sterne-Weakfoot von ihm. Jetzt gib mir wenigstens einen Mittelfeldspieler. Okay, er spielt mit zwei Mittelfeldspielern. Das heißt, ich werde auch mal meine Formation umstellen. Ich denke mal, es wird ein 4-2-3-1. Bestimmt mit LM und RM. Serge Gnabry. Ja, stimmt. Die haben zusammen bei Werder gespielt, oder? Headliner it in, man. Ja, knapp 200k. Sparkurs, Baby. Wunderbar. Die Karte sieht sogar echt saftig knaftig aus mit 4-4. 98 Antritt, 3 nach Sprintgeschwindigkeit. Ich verstehe den Sinn nicht ganz. Aber gut, ich mach die Stats ja nicht. Right Winger. Ja, Right Midfield. Serge Gnabry, du bist jetzt übrigens ein Offensivmann. Du wurdest soeben umgeschult, ja? Kommt vor. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Hab ich noch seine Special-Karte im Verein? Ah, wunderbar. Das ist doch seine höchste, oder? Sehr gut. Ah, ich liebe es, wenn mein Budget geschult wird. Eventuell geht es ja immer mal hier und da ganz schnell leer. Cristiano Ronaldo. Wow. Warte mal, was sagt das Budget? Welchen Ronaldo können wir spielen? 3,5 Millionen auf der Uhr. Und es fehlen eventuell noch andere Karten, die noch kommen. Wir machen erstmal seine Dream Squad Karte rein und schauen mal, was am Ende übrig bleibt. Also ich sag's mal so, der Toti wird's nicht, den normalen Gold haben wir untrade. Mesut Özil spielt Cristiano Ronaldo also auch auf dem Flügel. Yo! Karim Benzema. Ich gehe mit Benzema Flashback, weil die Karte ist natürlich viel, viel geiler als seine Player of the Month Karte. Ja, mein Hallo, mein Schatzi-Bär. Also chemietechnisch ist das hier wirklich der Hammer. Der Hammer schlechthin. Ich habe jetzt mal 4-4-1-1 gemacht. Mal gucken, was Mesut Abi noch raushaut. Mesut, jetzt mach keinen Scheiß ohne Witz. Jetzt gib mir mal bitte ein bisschen Chemie, mein Baby. Das war's! Okay, anstatt Xabi Alonso gehe ich mit Prime Icon Xavi. Ich weiß, es ist nicht mal im Ansatz das gleiche, aber es sind beides Spanier und beides Superspieler. Und anstatt Santi Cazorla haue ich noch Alexis Sanchez rein. Auch eine Arsenal-Legende. Ich habe gerade mal durchgeguckt, wem er so auf Instagram folgt. Und Alexis Sanchez war dabei, unter anderem Apo Red. Willenskraft. Und Steelbree. Steel, du brennst. Und Amar.
Ja, ja, ja. Und kaum Fußballer irgendwie. Und vor allem kaum einer von Arsenal. Es war noch dabei Lacazette, den habe ich gefunden. Und das war es dann auch schon fast. Also die scheinen echt nicht ganz so saftig-knaftig auseinandergegangen zu sein. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen, hast du versucht einzusperrt. Und anstatt Jerome Boateng nehmen wir eine andere deutsche Innenverteidiger-Legende. Ich hätte sehr gern Boateng genommen, aber ja, ich heiße ja nicht FC Bayern München. 37.000 für Alexis Sanchez. Wo sind wir gelandet? In Tilted Towers. Dann kommen wir hier ganz klar auf ein Cristiano Ronaldo. 1,39 Macher ZDM. Ja, aber komm, Mesut, aber mach dich nicht schlechter, als du bist. Du kommst auf jeden Fall auch noch ins Team mit rein. Also freue ich mich. Ja, Gannas, ja! Rein in die Masse. Emirates gegen Wiesenhof. Mit dem Brutzler von Wiesenhof. Lukas Squad Gang Gang. Angolo, Angolo. I feel it. Okay. Lass es. Und dann konnten wir dich überzeugen, dass du dich endlich mal hinten in den Ab... Wer kann feuern? Mein Gott, Drecksspiel. Cristiano! Fantastic. Warum war der eigentlich im Real Madrid-Team so gut? Guck mal, wie die Leute spielen, Freunde! Guck mal, wie die Leute spielen. Es gibt Gründe, warum die Spielerzahl abnimmt. EA Skin. Komm schon, Karim the Dream. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Karim the Dream! Ich werde gegen den nicht verlieren. Ich werde nicht verlieren. Özils Offensive nennt sich dieses Team jetzt. Work for your dream, girls. Ich dreh durch, Amanakuim. Ich dreh durch, Freunde. Ich dreh absolut durch. Wir können da hocken bleiben und uns den Arsch aufreißen lassen. Oder wir können uns wieder nach oben kämpfen. Verdammt nochmal, mach es! Karim the Dream! Was ist denn mit den Torhütern los, hä? Halt die Fresse! Aber Volley des Zorns, Baby! Jetzt aber Ronaldo Roulette. Elastico meine ich doch. Boom! What a moment for me. Und jetzt will ich das Ding auch schon noch gewinnen, oder? Guck mal sein Bild. Was drückt der gerade aus? Und das Spiel ist vorbei. Gehen wir ins nächste rein. Da ist noch ein bisschen Bedarf nach oben, ne? Warte mal, warum haben wir die Maria nicht LFRF gegeben? Ja, kriegt nochmal plus einen Chemie. Das ist wichtig, Freunde. It's about drive, it's about power. Ich sag's euch, wie es ist. Die Maria wird jetzt ein Tor machen. Wenn er kein Tor macht, discarde ich ihn. Das ist der Deal. Ja, das sehe ich so gerne. Er wird mich wahrscheinlich absolut auseinandernehmen. Durch diesen Mann an wie neugeboren. Wie neugeboren. Ah, hey, wer steht denn da in der Verteidigung? Ja, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Wie ausgetauscht. Wie ausgetauscht. Oh nein, guck mal, wer da vor mir steht. Hilfskraft ist alles. Ich hab Angst. Wie ausgetauscht. Warum steht der Mann in der Verteidigung? Die blonden Haare machen mir so Angst. Oh ja. Schauen wir mal, du Sanzavero. Mach doch einen Trickschuss, du Arschloch. Mal wie der Mann läuft. Jetzt macht er ein paar Übersteiger. Jetzt macht er eine Ballrolle, scoopt er nach innen. Perfekt, nicht so gut geklappt. Ballrolle, scoopt er nach außen. Macht er super. Der sieht Angel Di Maria und Angel Di Maria. Wenn er kein Tor macht, discarde ich ihn. Können Hexenbesen denn sowas? Wenn sie ganz tief beleidigt worden sind? Oh, Marcelo. Spielt mittlerweile bei Real Madrid Altherren. Ich will nichts hören, wer den Fehlpass gemacht hat. Ich will's gar nicht wissen. Ich will gar nichts von euch hören, Chat. Ich will gar nichts hören. Ich will nichts hören. Eine Halbzeit. Es ist noch lang nichts vorbei. Bewegt euch! Du Ratze! Pfeif nicht ab! Pfeif nicht ab! Pfeif nicht ab! Ey, FIFA! Mesut, Bruder! Was ist das für ein Team, ja? Mesut Özil ist ein Arschloch! Das ist kein originaler Türke! Was ist das? Deutsche Flohen am Hof. Das kann doch nicht dein Dream XE sein. Das ist Quatsch mit Soße. Sehr gutes Erlebnis also. Ich schwöre hiermit hoch und heilig, dass ich nie wieder Goldkarte Kimpembe spielen werde. Mesut Özil trifft in der 79. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für den Gastgeber. Die deutsche Nummer 8 wird damit endgültig zum Feindbild Nummer 1. Er ist kein Türke, er ist Deutscher, er ist scheiß auf ihn.